Hallo, wieder bei der Naturgartengruppe vom NABU Darmstadt. Hier ist wieder die Jenny und die Christa. Hallo. Heute liegt es mir am Herzen, euch zu bitten, möglichst viel Frühblüher in euren Garten zu holen. Das ist besonders wichtig, weil die Königin von Hummeln und Wildbienen sehr früh im Jahr schon wach werden und Nahrung suchen. Und das müssen sie, da sie die Nester anlegen, auch die ersten Generationen, die Eier natürlich legen, aber auch die verpflegen müssen. Und da könnt ihr euch vorstellen, da brauchen sie sehr, sehr viel Nahrung. Das ist auch extrem wichtig, weil wenn die Königin stirbt, dann gibt es kein Volk. Also, und dann fehlen uns tausende Insekten. Das ist nicht so, dass ein Insekt stirbt und wäre jetzt nicht so schlimm, sondern dann fehlen halt tausende in der Nahrungskette. Also die Zeit ist sehr wichtig. Und ich möchte euch jetzt hier ein paar von den Frühblühern zeigen, die bei mir gerade im Garten sind. Das ist hier einmal die Kornelkirsche. Die blüht sehr, sehr früh und auch relativ lange und ist eine sehr gute Nahrungsquelle. Und dann haben wir hier, das ist noch nicht ganz im Aufgehen, das blüht dann so weiß, das sind diese ganzen Wildpflaumen oder Wildmirabellenarten. Die blühen jetzt so richtig weiß dann. Und dann gibt es dann noch Felsenbirne und Weißdorn und andere Obstbäume natürlich. Schlehe. Ganz und die Schlehe dann noch. Und es gibt natürlich auch viele normale Blütenpflanzen, die auf dem Boden wachsen. Da kennt ihr bestimmt die Schneeglöckchen, ihr kennt da die Krokusse. Ja, vorher kamen noch Winterlinge. Die Winterlinge so gibt es noch. Gelbe Bodendeckerchen. Ja. Und das Scharboxkraut zum Beispiel gibt es dann noch. Aber das kommt noch ein bisschen später. Das wäre dann praktisch schon die zweite Tracht. Dann. Kommt dann jetzt, blüht teilweise schon. Schon mhm. Ja. Okay, dann das Lungenkraut natürlich, es blüht relativ viel. Dann kommen dann bald die ganzen Primelarten. Und mir ist auch wichtig, dass ihr darauf achtet, die sogenannten Unkräuter, wie die Vogelmiere oder die ersten Veronika-Arten oder auch die Taubnesseln, bitte lass die da. Die sind unheimlich wichtige Nahrungsquellen für die Bienen und Hummeln. Und auch die Gänseblümchen, die gibt es jetzt auch schon relativ viel. Und auch die Wildiris-Sorten. Und was auch wichtig ist, dass ihr ungefüllte Blüten nehmt. Also gefüllte Arten, die haben ganz viele Blütenblätter, aber eigentlich keinen Nektar, keine Pollen. Ich finde auch, die Ungefüllten sind viel hübscher und die bringen halt wirklich den Insekten was, den Bienen, den Hummeln. Und genau. Sonst, vielleicht sind auch schon die ersten Schmetterlinge, kommen auch schon raus. Oder sind schon eine Weile unterwegs, die überwintert haben. Genau. Die brauchen auch was zu essen unbedingt. Und dann zeigen wir euch noch das Immergrün. Und mir ist auch noch wichtig, dass ihr so die Stängel vom letzten Jahr bitte einfach nicht häckselt schon oder irgendwie auf den Kompost bringt, weil da sind immer noch viele Insekten drin, die da noch schlüpfen können eventuell. Wenn ihr schon aufräumen wollt, einfach auf den Haufen legen oder halt in eine Ecke bis, sagen wir mal, Mitte Mai wäre günstig, spätestens Ende April. Einfach liegen lassen, danach könnt ihr es häckseln und dann können auch wirklich viele Nützlinge rausschlüpfen. Wir zeigen euch dann noch ein paar Bildchen von ganz frühen Frühblühern, die wir jetzt hier nicht zu sehen haben. Jetzt stehen wir halt vor diesem wunderschönen Kornelkirsch. Die hat auch ganz tolle, leckere Früchte dann. Also die ist so ganzjährig eine tolle Pflanze mit vielen Nutzen für euch, für die Bienen, für die Vögel, für jeden. Und sieht toll aus. Und ist unkompliziert, oder? Jetzt sind wir in meinem Garten wieder und gucken uns die etwas späteren Frühblüher an. Und wir stehen hier gerade vor so einem tollen Busch. Der sieht zwar erstmal unscheinbar aus, aber der blüht überall. Der hat so klitzekleine Blütchen, man sieht die kaum, aber die sind für Insekten und für Hummeln und für Bienen gerade ultra interessant. Also der ist richtig umschwärmt. Jetzt ist zu gerade, weil hier kommen mal Wolken und Sonne. Gerade ist nichts los, aber hier kommen mal die ganzen Hummeln kommen da vorbei. Also diese ganzen Bärensträucher, Johannisbär, Josterbär, Stachelbär, die sind gerade für Insekten, für
Schmetterlinge. Ach ja, Schmetterlinge kommen da auch dran, aber hauptsächlich Hummel und Wespen. Genau, ja, ja. Und die Himbeer gehört dann auch noch dazu und die Brombeeren sind da auch sehr beliebt noch, also sämtliche Beeren. Die kommen noch ein bisschen später, jetzt sind wir so, die sind noch nicht aufgegangen, aber jetzt kommen gerade diese ganzen anderen Beerensträucher. Und natürlich die Obstbäume. Mhm. Und gerade die Josta ist sehr, sehr robust auch, trägt normalerweise sehr viel Früchte und hat auch sehr viele gesunde Inhaltsstoffe. Mhm. Also für alle gut. Ja, ich liebe die auch sehr. Die ist auch riesig geworden, hätte ich gar nicht gedacht. Ist auch nicht so alt, habe die vor ein paar Jährchen als so ein kleines Ding eingepflanzt und ich habe sie schon um die Hälfte gekürzt und zurückgeschnitten. Aber die trägt, man glaubt es kaum, viele Kilos an so einem Strauch und Busch. Und wirklich absolut robust, unkaputtbar und bei Insekten total beliebt. Was hast du noch alles Blühendes im Augenblick? Also jetzt kommen die ganzen Obstbäume, vielleicht sieht man die im Hintergrund ein bisschen. Ich habe, glaube ich, 15 Obstsorten, hauptsächlich Apfelbäume, aber auch Pflaumen und Kirschen kommen dann auch. Kirsche steht ein bisschen krüppelig über uns. Und dann kommen noch ganz viele Nachtviolen. Und Schabuckskraut habe ich gesehen. Schabuckskraut blüht schon. Und die Primeln natürlich und Veilchen blühen im Augenblick. Die kennen ja vielleicht fast jeder. Ja, was Knoblauchsrauge kommt jetzt als in wenigen Tagen, muss man wirklich sagen, 5 Tage vielleicht. Und ist auch sehr lecker. Mhm. Ja, genau. Bärlauchersatz. Und dann hast du noch die Goldnessel. Mhm. Also die ganzen Nesselarten sind sehr gut für die Insekten. Die gibt es ja rot und weiß und... Hier die, auch für uns die schmackhafteste ist die Goldnessel. Dann habe ich natürlich die üblichen Ziersachen, die für uns fürs Auge hübsch sind. Die Tulpen, die Narzissen. Auch eine Forsythie, aber die sind wirklich für Insekten absolut uninteressant. Die Forsythie nicht. Also die nicht gefüllten Tulpen, die werden schon auch angenommen von Bienen und von Hummeln und so weiter. Die Narzissen auch teilweise. Mhm. Natürlich nicht so stark wie jetzt irgendwie die Obstbäume, aber die werden auch angenommen. Aber wichtig ist, wie gesagt, ungefüllte. Mhm. Ja, und ich denke, wir sehen uns dann wieder bei den etwas später blühenden Pflanzen im Garten. Und ich hoffe, ihr habt Anregungen bekommen und dann bis bald. Ja, tschüss.